Hallo ihr Lieben, ich freue mich euch wieder zu sehen, beziehungsweise ihr seht ja eher mich als ich euch. Meine zwei Timmys freuen sich, dass sie wieder da sind und euch begrüßen dürfen. Und ich habe euch eine schöne Geschichte mitgebracht von der Oma Ilse. Und da scheint der Julian wohl zu übernachten, weil die Geschichte heißt Nachts bei Oma Ilse. Die Eltern von Julian sind zu einem großen Fest eingeladen. Aber wohin mit Julian, während seine Eltern tanzen und feiern? Das ist die große Frage. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn eure Eltern mal weggehen wollen. Julian kann doch bei mir bleiben, sagt Oma Ilse, als Julians Papa ihr von dem Problem erzählt. Oma Ilse ist nicht Julians richtige Oma. Sie wohnt im Haus nebenan. Julian war einmal dort, aber nur im Flur und im Wohnzimmer. Ihm ist gar nicht so wohl bei dem Gedanken, alleine dort zu übernachten. Mein Enkel Tim kommt auch, sagt Oma Ilse. Seine Eltern müssen arbeiten und deshalb schläft er bei mir. Ein fremdes Haus und ein fremder Junge? Julian ist sich nicht so sicher, wie er das finden soll. Spannend könnte es schon sein. Doch was, wenn der Junge blöd ist? Am Ende siegt aber die Neugier auf das Haus und den Jungen. Die Eltern bringen Julian also zu Oma Ilse, wo schon die erste Überraschung wartet. Tim aus Julians Kindergarten. Hallo Tim, sagt Julian. Tim geht in eine andere Kindergartengruppe und manchmal sehen sie sich beim Kettkerfahren auf dem Spielplatz. Auch Tim freut sich, dass er Julian kennt. Die beiden fangen sofort an, sich Geschichten zu erzählen. Das sieht ja sehr spaßig aus. Die putzen sich offensichtlich auch zusammen die Zähne. Und wie gesagt, sie kennen sich ja. Manchmal ist es so, ne? Was ein Zufall. Sollen wir ein Spiel spielen? Fragt Oma Ilse, nachdem Julians Eltern weg sind. Tim und Julian sehen sich an. Dürfen wir schon ins Bett gehen? Oma Ilse traut ihren Ohren nicht. Das hat sie ja noch nie erlebt. Ich dachte, wir schauen zusammen den Film, den ich ausgeliehen habe, sagt sie. Tim sieht Julian an, Julian sieht Tim an. Och, wir haben aber so viel zu erzählen, meint Tim schließlich. Oma Ilse lacht. Ich habe auch immer viel zu erzählen, vor allem, wenn ich jemanden treffe, den ich sonst nur von weitem sehe. Wir sehen uns sonst auch immer nur von weitem, erklärt Julian. Also gut. Ab ins Bett mit euch, sagt Oma Ilse, aber vorher werden noch die Zähne geputzt. Die Jungen stürmen ins Badezimmer und putzen um die Wette ihre Zähne. Oma Ilse steht in der Tür und staunt. Wenn mir noch einer sagt, die Kinder heute wollen nur Filme sehen und spielen, dem werde ich was erzählen. Aber erst einmal erzählen sich Tim und Julian etwas. Geschichten aus der Kindergartengruppe, Abenteuer aus den Ferien, Erlebnisse mit ihren Eltern und Ärger mit doofen Freunden. Nur zum Schlafen haben sie eigentlich gar keine Zeit. Ja, und da seht ihr die beiden noch mal gemütlich im Bett liegen. Und sie freuen sich natürlich, dass sie jetzt allein sich hier beschäftigen können und sich erzählen können. Und ihr kennt es bestimmt, wenn bei euch mal ein guter Freund übernachtet. Und ja, da gibt es immer viel zu erzählen. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Denkt nächste Mal dran, wenn ihr mit eurem Freund übernachtet, dass ihr viel Spaß habt. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.